Na. Nach dieser doch sehr zarten und innigen Nummer kommt jetzt eine knallharte Darbietung. Ich sage es Ihnen gleich, es ist schon viel geweint worden an dieser Stelle. Es gab auch Missverständnisse. Es hieß frauenfeindlich. Das ist natürlich Quatsch. Wenn Sie gleich genau hinhören, werden Sie natürlich sofort die pädagogische Absicht merken, die dahinter steckt. Ich will natürlich warnen, aufklären, abschrecken vor einem zwar Gott sei Dank aussterbenden, aber immer noch hier und da vorhandenen Männertypus. Es ist also ein Text, der sich in erster Linie an die jungen Menschen richtet, an die jungen männlichen Menschen, dass sie nicht so werden wie dieser böse Mann, den ich gleich für Sie spiele. Und die jungen weiblichen Menschen, dass sie, wo immer sie auf diesen Männertypus treffen, ihn weiträumig umfahren. Männer sind Schweine, stimmt's, Mädels? Ist nur blöd, dass wir die ganze Kohle haben. Die Ehe ist auch eine weibliche Erfindung. Oder können Sie sich vorstellen, dass irgendwann mal ein Mann da gesessen und gesagt hat, du Schatz, ich habe eine Wahnsinnsidee. Ich muss jetzt mein ganzes Leben lang nur dich lieben. Und wenn das nicht funktioniert, bekommst du alles, was ich besitze. Es heißt ja auch immer, Männer gucken Frauen als erstes in die Augen. Das ist ja Unsinn, Augen habe ich selber. Sie mögen mich für altmodisch halten. Aber für mich ist es selbstverständlich, dass ich bezahle, wenn ich eine Frau totschick ausführe und anschließend mit ihr schlafe. Das Ganze ist ja nur eine Frage des richtigen Spruchs. Ich als Komiker gehe mal so vor. Ich frage, kennen Sie den schon? Aber es gibt natürlich andere Möglichkeiten. Sie können den Staatsmann raushängen lassen. Es geht so, ernstes Gesicht, tiefer Blick in die Augen. Nee, Frau, ich fürchte, es gibt Krieg. Mein Säbel juckt. Oder die Heilpraktikerschiene, 1000 Jahre alt, immer noch wirkungsvoll. Sagen Sie, haben Sie Wasser in den Beinen? Meine Wünschelrute schlägt aus. Oder die Scherzfrage, das Tierreich betreffend, habe ich vor 20 Jahren aus Amerika mitgebracht, wird mittlerweile von der Filmindustrie kopiert, geht so. Da merken Sie auch, ob die Dame Humor hat. Sagen Sie, kennen Sie den Liebesruf der Riesenmuschel? Na? Willst du ficken, ey? Wem das zu direkt ist. Nicht. Ne. Für den habe ich noch so ein Softie-Ding. Das ist auch ganz schön. Es geht so, wenn Sie auf, Zeigefinger anfeuchten. Eine Dame so an der Kleidung berührt. Und jetzt aber schnell raus aus den nassen Klamotten. Ist auch süß. Ich bin mir natürlich völlig darüber im Klaren, was jetzt in vielen von Ihnen vorgeht. Sie denken, scheiße, nichts zu schreiben dabei. Müssen halt zusehen, dass Sie die Sachen behalten, bis Sie das nächste Mal auf die Piste gehen, ne? Und dann nicht durcheinander kommen. Nicht, dass Sie mir dann in der Disco so anfangen. Weil dies gibt Krieg.
Es ist natürlich klar, dass man bei einer so flüchtigen Partnerwahl auch schon mal in die Tonne packt. Ne? Letztens hatte ich wieder eine. Von Anfang an nur rumgezickt. Ne? Kaum war man bei mir, sagt sie, ich möchte, dass wir beide oben liegen. Ich sage, okay, fang an. Als sie ging, sagte sie, sie hätte den Orgasmus nur vorgetäuscht. Hab so getan, als hätte ich es nicht gehört. Man kann ja sehr oft in Frauenzeitschriften lesen, viele Männer leiden unter vorzeitiger Ejakulation. Na Quatsch, wer leidet denn? Ich meine, ist mir egal. Ne? Und wenn es der Frau nicht passt, soll sich halt beeilen. Mach langsam, Schatz, ich bin noch nicht so weit. Okay, Liebes, wie du willst, du hast noch 3 Sekunden. 21, 22, 23. Wie sieht's da aus? Viele Frauen mögen auch keine Kondome mit Noppen. Macht nichts, dreh ich das Ding halt auf links. Das ist gut. Ich trage natürlich immer Kondome, klar, ne? Auch jetzt. Meine Güte. Enthemmte Pfalz. Ja, es gibt ja eine Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten, auch farblich. Achten Sie nur darauf, niemals schwarze Kondome. Schwarz macht schlank. Und wenn mal eins reißt, ist auch jetzt nicht ganz so schlimm. Es gibt jetzt endlich die Pille für den Mann. Sie wird nach dem Verkehr eingenommen und verändert die Blutgruppe.